Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Spyro. Letztes Mal hatten wir so ein 1001 Nacht. Nee, das war es nicht, oder? Kann sein. Unzerbrochen Hügel. Doch, war 1001 Nacht. Kam ein bisschen später, weil mein Internet wieder rumspacken war. Aber okay. Zerbrochene Hügel müssen wir nochmal rein. Da fehlt uns eine Kugel. Dafür müssen wir irgendwas Neues lernen. Und jetzt machen wir Magma-Kegel. Okay. Auf den Magma-Kegel. So, ich werde vermutlich noch zwei Leveln eine Verabschiedung machen, aber werde sehr wahrscheinlich etwas vorproduzieren wegen den Feiertagen. Um allem, was dazugehört. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass die Folgen so gesehen dann online kommen. Diese könnte ein bisschen später kommen, weil ich ein bisschen später aufnehme. Oh Mann, das ist natürlich wie beiden. Okay. Wir starten hier oben. Ist auch mal was anderes. So, wie viele Level haben wir? Leben? 30 Leben. Ist in Ordnung. Wir brauchen 400 Edelsteine und 3 Kugeln. Schaut, die schaffen wir alle. Also Kugeln ja. Edelsteine ja. Kugeln. Müssen wir gucken, wie, ob wir und wann wir diesen Trick lernen. Hallo Spyro! Du bist bestimmt wegen der Party hier. Die fällt aus, weil die doofen Erdformer den Vulkan ausgelöst haben. Welche Party? Hier. Ey. Alter. Was ist mit euch verkehrt? Ach, ihr seid's wieder. Dann sehr wahrscheinlich werde ich das Level nicht zu Ende bekommen. Bis ich die Former da besiegt habe. Was? Echt jetzt? Ich wurde von der Explosion auch getroffen. Er fängt gut an, die Session. Alles selber einsammeln. Bis wir einen Wurm finden. Da bist du. Mein Gott. Ich kann dich nur wegdäumen. Aha. Jetzt weiß ich, aber ich muss mir, wenn es geht, irgendwie eine Heilung besorgen. Könnte sonst problematisch werden. Da, haben wir doch eine. Wie kriegen wir definitiv kaputt gemacht? So viel dazu. Hier ist ein wenig Lava. Die sind beide nebeneinander, das werde ich nicht überleben. Nein! Boah, diesen fiesen Gegner. Muss man mal zugeben, ey. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, ey. Die treffen relativ häufig. Also wirklich, weil die weglaufen. Dadurch können die relativ häufig treffen. Naja, okay. Hallo Spyro! Du. Ja. Okay, haben wir zumindest mal einen erwischt, ohne getroffen zu werden. Danke. So macht man es auch gerne. Stehen bleiben. Ach, doch, jetzt weiß ich jetzt nicht, kann man die umpusten? Ja, der freut sich auf jeden Fall, dass er einen erwischt hat. Alter. Boah, ey.
Die können jetzt schon auf die Nerven gehen, ey. Ich muss doch irgendwo... Scheinbar sneakt keine Schnecke mehr. So, da geht's hoch. Oh, oh. Alles gut. Gut. Hat funktioniert. Das reine. Bam, Turbo. Das war kein. Okay. Das ist das Level. Das könnte vermutlich auch nur ein Level heute geben. Also ordentlich lang ist das Level hier. Ich glaube, ich brauche hier auch wirklich diesen Kopfstoß. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich den wirklich brauche. Nein, treff mich nicht, schieß mal. Ja, was ich halt hier richtig dumm finde, was in Teil 1 schöner war, dass du hier genau die Ansage bekommen, damals Ansage bekommen hast, wie viel man pro Level eingesammelt hat. Jetzt muss ich da drauf gehen, um zu sehen, dass ich 137 Edelsteine eingesammelt habe. Wie soll ich denn da? Eben zwei die Leiter. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich dachte jetzt schon, der greift mich jetzt schon an. Haha. Dreh dich nie um, wenn du nicht sicher bist, dass du den Abend entkommen bist. Wo muss ich denn hinbringen? Auch ab nur da rein, okay. Schlag. Sehr schön. Die haben das V-Ticket in den Ohren. Necke! Schon mein Leben zurück haben. Ah, da komme ich rein, okay. Da freut sich jemand genauso wie der andere. Alter, oh, heftig. Okay, da geht's her. Das war hier alles. Okay, ein relativ kompaktes Level. Alter. Ach, echt Geld sagt, du willst wieder was Geld von mir. 30 Leben. Das Wort gepasst. 33 Leben. Was willst du jetzt? Wenn das mal nicht mein bester Kunde ist, der Aufzug im nächsten Raum bringt dich zum Vulkan. Für eine einmalige Gebühr von ein paar Edelsteinen kannst du ihn benutzen, so oft du willst. Ja, bitte. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Steig einfach in den Aufzug, dann bringt er dich nach unten. Wenn du wieder hoch willst, steig wieder ein. Für was waren unten die anderen Treppen? Keine Ahnung. Das erstmal ein Aufzug. Wer geht freiwillig in den Vulkan rein? Okay, es gibt Leute, die freiwillig in den Vulkan reingehen. Ja. Runter geht schneller als hoch.
Das sind große Kugeln. Stimmt, um ganz hoch oben hinzukommen, muss man da vorbei, ohne erwischt zu werden. Hat schon mal einigermaßen funktioniert. Unten ist nichts, ne? Doch da sind Edelsteine. Was ist das denn? Wieso bin ich da weggerutscht? Das sah am ersten Mal jetzt doch alles so gut aus. Leitet den keiner, dass er so komisch ausspuckt. Und irgendwas gesagt, ne? Zurück! Ja und. Danke, dass du einen Deckel auf den Vulkan gesetzt hast, Spyro. Hier wurde es etwas zu heiß. Hier ist übrigens ein Talisman, den ich für die Party aufgehoben habe. Du hast ihn mehr als verdient. Okay, danke. Da ist der Ausgang. Ist jetzt schön und gut, ne? Aber da muss ich hin. So, es fehlen noch 104 Edelsteine und alle Kugeln. Hey Spyro, du kommst gerade passend zur Party. Nur haben die blöden Lava-Monster unsere Hüte gestohlen. Und ohne Partyhüte können wir nicht feiern. Schieß die Lava-Monster ab. Wie zum Henker. Schieße. Das heißt, es muss irgendwo so eine Kugel geben. Spyro, was war das denn? Boah, was ist mit Spyro los? Ich kletter schon mal. Aus Sicherheitsgründen. Also muss ich unten am Boden. Ui. Da muss ich alle an einem Stück machen. Ich sollte mal zu dem Ding dahin und mich darauf pushen.
Oh, nein, 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 nein. Flieg, flieg. Zack. Oh, 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 oh. Was soll daran eigentlich jetzt so schwer sein? Klar, die können sich wehren, aber... Ha. Fehlen noch 5. Und wir haben eigentlich genügend Zeit dafür. Zack. Und du auch noch. Tag. Oh, das könnte eng werden da oben. Schutzflug. Da wollte mich schlagen. Hat nicht funktioniert. Und hoch. Zwei Stück noch. Ich weiß nicht, ob die direkt hintereinander sind. Nicht zu tief. Jawohl. Danke, Spyro. Du hast die Party gerettet. Hier, das war unter den Käsebällchen. Hätte mir fast einen Zahn daran ausgebrochen. Angesabberte Kugel. Okay. Autsch. Ne, das nach Hause. Hab mich mal. So, Sparks wieder da. Hier muss doch irgendwo auch der Jäger sein. Wo war Jäger nochmal? Ist das nicht das gleiche, das Gate-Level? Nee. Da komme ich nicht rein. Und neuer Versuch. Nö. Wo waren hier nochmal? Warum zum Henker ist hier ein Wirbelsturm? Achso, okay. Ich habe keinen blassen Dunst. Ich probiere noch was. Ne, das funktioniert auch nicht. Okay, dann weiß ich jetzt in dem Moment jetzt erstmal nicht, wo die restlichen Edelsteine sind. Moment, sind die auf dem Boden alle gelandet hier?
Okay, benutzen wir den Aufzug. Ah ja, Dingel ruhig. Juhu. Okay, da ist der Deckel. Da haben wir da drauf gekämpft. Eigentlich nicht, aber. Da sind Edelsteine. Boah. Egal, wer dieses Level damals erfunden hat, sollte sich wirklich mal Gedanken machen. Nein. Mann. Na, das war von mir jetzt falsch. Jetzt läuft es gerade gar nicht mehr. Jetzt rollt. Hallo? Langsam aber sachte. Jawohl. Werden aber jetzt alle drin sein. Nö. Uns fehlen jetzt noch 47. Die Frage ist, wo. Meistens sind sie immer noch irgendwo hier. Ist klar, die können so eine riesen gute Party feiern, ne? Haben die Partyhüte. Das ist ein hochgewachsenes Gras. Ich habe keinen Schimmer. Aber ich auch nicht weiß, wo ich genau nach Jäger suchen soll. Ich sehe auch nichts, wo Jäger sein könnte. War der nicht irgendwo im Vulkan? Ich weiß, war der irgendwo noch im Vulkan. Ne, funktioniert auch nicht. Das zu Hause. Okay, jetzt sind alle in Lava gefallen. Das muss man eigentlich machen, wenn Sparks da ist. Hier ist an sich der höchste. Po! An sich der höchste Punkt. Ja. Ich sehe jetzt nichts, was dazu andeutet, dass hier Jäger ist. Okay, dann, genau, wollte ich sagen, fliegen wir erstmal nach Hause. Einer ist so ein Vulkan-Ding gestorben. Der hat jetzt einen auch getötet. Oh Mann. Das ist nicht so gut gelaufen. Um ehrlich zu sein, das Level. Schauen wir erstmal, was das nächste Level kann.